So, wir sind die Challenge Einzelhandelgruppe und haben für das Problem Anna Shopping entwickelt. Was genau ist das Problem? Aktuell findet man überall in Deutschland vor Geschäften und Läden Warteschlangen und das aufgrund der Corona-Regelung. Der Andrang muss durch die Läden reguliert werden und das verunschönert nicht nur das Stadtbild, das verunschönert auch das Kundenerlebnis. Das Shopping will. Man hat keine Motivation mehr, shoppen zu gehen, und weil der Kunde ist nicht mehr glücklich mit der Situation. Plus, es bedeutet mehr Aufwand für die Läden. Was bedeutet das für die Wirtschaft? Wenn man die Umsatzerlöse, wenn man den Umsatz zu den wöchentlich vergleicht zu den Vorjahreswochen, ist der Umsatz um 40% gesunken. Und das tatsächlich bundesweit. Von daher muss das aktuell geändert und verbessert werden, sowohl für den Kunden als auch für die Läden. Wen betrifft das Problem? Kunden müssen lange warten und können dadurch kein ideales, gutes Shopping-Erlebnis mehr haben. Sprich, auch die Beratung, die man online auch nicht bekommen kann durch Online-Shopping, fällt weg und viele Kunden sind unsicher, was sie kaufen können. Die Händler haben einen Kunden- und Umsatzverlust durch Corona und viele kleinere Läden sind existenzgefährdet. Plus, nebenbei haben wir uns auch überlegt, dass die Gastronomie auch darunter leidet, weil der Kundenstrom und der Menschenstrom, der durch die Stadt fließt, wird auch verringert und dadurch sind auch kleinere Cafés und Restaurants von den kleineren Menschenmengen leider auch betroffen, haben auch weniger Einnahmen. So, da haben wir uns überlegt, unsere Lösung wäre Anna Shopping, der Fastpass für die Stadt. Wer schon mal in einem Freizeitpark war, kennt das, dass vor der beliebten Achterbahn eine riesengroße Schlange ist und dann ist man weniger motiviert, sich da anzustehen, weil man dann so 1 bis 2 Stunden Zeit im Freizeitpark verliert. Das Fastpass-Modell im Freizeitpark sorgt dafür, dass man einen Zeitslot zugewiesen bekommt und dann zu dem Zeitslot an der Schlange vorbei kann und direkt in die Achterbahn einsteigen kann und losfahren kann. Das machen wir für die Stadt. Aber anstatt das Produkt euch zu beschreiben, würde ich euch lieber erstmal einen Prozess erklären, wie das funktionieren würde. Das Interface der Website würde so aussehen. Man hat die Shop-Liste oder einen QR-Code-Scanner. Die Shop-Liste würde einen dann zu den teilnehmenden Shops in Deutschland, in Bielefeld führen und dort könnte man dann den Fastpass buchen. Alternativ für Leute, die die Website noch nicht kennen, hängen vor den Läden QR-Codes. Die kann man scannen und gelangt man auch dann direkt zum Fastpass Booking zur Funktion. Und die sind groß ausgeschildert, aber bei den Türen oder bei den Schaufenstern. Direkt neben den Warteschlangen. Als Kunde wird man sich so denken, okay, ich will mich jetzt echt nicht anstellen, aber ich brauche jetzt dringend was im Laden. Okay, cool, da ist ja der QR-Code. Den scanne ich mal. Ich kriege hier Zeiten zugewiesen, da wo ich wieder zurück zum Laden gehen kann und direkt an der Schlange vorbeigehen kann. Okay, ich nehme mal 4 Uhr. Ich brauche unbedingt eine neue Hose. Herzstück ist mein Lieblingsladen. Alright, 4 Uhr it is. Brauche ich eine Beratung? Ja, ich weiß nicht genau, ob die Hose mir gut passt oder nicht und ich habe jetzt keine Lust, mich durch die ganzen Hosen durchzusuchen. Ja, gerne, ich nehme mal die Beratung dazu. Nachdem ich meine E-Mail-Adresse angegeben habe, kriege ich kurze Zeit später eine Bestätigungs-E-Mail mit dem Code, den ich dann an der Tür zeige und an der Warteschlange dann vorbeigehen kann. Inklusive kriege ich dann auch noch einen Discount für einen Kaffee um die Ecke. Damit kann ich die Wartezeit verkürzen, indem ich dann in der Stadt rumschlendern kann und dann auch noch die lokale Gastronomie erkunden kann. Diesmal habe ich einen Code für 15% Kaffee bekommen. Sehr cool. Dieser Rabattcode gilt dann bis zur Zeit, an dem mein Eine Slot Minute buchen. noch. So, für wen ist das denn ein Benefit? Für die Kunden. Denn sie können ihren Shoppingtag besser planen und haben so ein Zeitersparnis. Das Shoppingerlebnis wird wiederbelebt. Das Kundenerlebnis steigert sich und die Beratung wird dem Kunden gegeben, die er online nicht bekommen würde. Der Händler könnte dadurch seine Kundenströme besser leiten und hat dadurch geringere Verwaltungskosten. Und die Gastronomie könnte dadurch auch ihren Umsatz steigern. Plus kleinere Cafés könnten nochmal für Aufmerksamkeit sorgen. Was kann man damit in der Zukunft machen? Es ist leicht implementierbar auf andere Städte. Also nicht nur in Bielefeld, sondern auch in Köln und Berlin könnte das funktionieren.
auch nach Corona ist es relevant, weil man so seine Beratung buchen kann und Menschenmengen zum Beispiel zu Weihnachten vermeiden kann, indem man seinen Slot bucht und dadurch dann sofort zu einer passenden Zeit dahin kommen kann. Plus, zukünftig könnte man auch weitere Features wie eine 360-Grad-Ansicht des Geschäfts implementieren, damit man einen Überblick über den Laden hat, Ladenprofile inklusive Kataloge integrieren und Warenreservierungen vorbereiten, damit man gemütlich ins Geschäft gehen kann.